Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Let's Plays vom Spiel City Skylines. So, in der letzten Folge haben wir hier unten das große Viertel fertiggestellt, beziehungsweise hier eine Universität und hier ein Krankenhaus hingebaut, die wo glaube ich auch ja, fast schon notwendig waren für die Stadt. Was ist hier los? Wo steht der LKW? Ach, der will runterfahren, deswegen es gibt Stau. Das ist der Stau zum Glück aufgelöst. Die Feuerwehr muss einen Einsatz fahren. Wo fährt sie hin? Sie fährt hier raus. Ah, hier brennt's. Boah, die da beim Weiten. Weite Anfahrt. Hier kommt sie schon. Kommen sie noch rechtzeitig oder brennt das Gebäude ab? Ups. Na, ich glaube, die Feuerwehr schafft es schon. Ich glaube, ihr fühlt zu wenig Feuerwehren. Feuerwehr. Hier ist eine kleine Feuerwehr, das ist eine große Feuerwehr. Hier ist eine große Feuerwehr. Da ist eine Feuerwehr. Überall Feuerwehren. Gut, aber in dieser Folge will ich mich gar nicht um Feuerwehren kümmern und auch nicht um Gebäude, sondern eher um, ja, um die Verbesserung der Infrastruktur, also quasi Schienen und Straßen, vor allem Schienen, denn ich habe folgendes vor, hier oben vielleicht auch nochmal Industriegebiet errichten, in diesem Viertel, deswegen brauche ich hier erstmal eine Eisenbahnlinie, ein Stückchen gerade, so jetzt kommt eine Kurve oder jetzt weiter oben. Genau, hier meine Eisenbahnlinie und ich weiß nicht, den Güterverkehr, den will ich auch anbinden. Entweder zweige ich hier ab und gehe da oben rüber oder ich zweige irgendwie hier unten nochmal ab, aber das wird, boah, das wird mega, mega eng. Also ich könnte hier nochmal abzweigen, wenn es geht. Okay, geht nicht, schade. Einmal so quer über die Köpfe der Bewohner von der Stadt. Ah, geht das nicht. Okay, nehmen wir das andere. Okay, so wird es gehen. Wird es gehen? Ja, klar, es geht die ganze, alle Gebäude drauf. Nicht schlecht. Ah, der Platz ist schon belegt, schon klar. Ich wollte hier zwischendrin noch eine Spur Gleise legen, aber irgendwie will das dann nicht ganz so funktionieren. Gut, dann muss ich einfach hier nochmal das abreißen. Das sind wir schon gewohnt. Abreißen. Okay, das geht. Hier kann man die Gleise. Ah, gerade ging es ja. Gut, dann machen wir es anders machen. Machen wir es so. Ja, das gibt's doch nicht, oder? Ich will da zwischendrin bauen. Komm, bitte, lass mich. So, versuchen wir es noch einmal. Ungefähr bis dahin. Bis dorthin.
Immer versucht das Gleis, die Schiene, die Straße zu verbinden. Mir ist merkwürdig. Hier geht's wieder komischerweise. Auch wenn ich es ausschalte, das ist ich will einfach nur. Okay, das ist ein bisschen zu steil. Versuchen wir es noch einmal. Ein bisschen großzügigeren Bogen. Aber so einfach. So, jetzt mit das Gleis. Halt, das Gleis. Das setzt aber anders hin. Geht das so? Jawohl, das geht. Und jetzt kommt er hier. Ah, das ist schwer. Ich will nur zwischendrin ein Gleis bauen. Das ist ja Wahnsinn. Gerade das Gleis bauen. Ich verstehe nicht, warum es so schwer ist. Ja, okay, gerade. Gerade schaut es anders aus. Nicht da. Natürlich angeschlossen, das wollte ich nicht. Nein. Böses Gleis. Ja, so wird's gehen. Schaut ja furchtbar aus. Okay, das geht immer hier so ein Brückenpfeiler steht am Weg ist. Wow, jetzt reißt die Brücke ab. Gnadenlos. Ah, das hier, das passt ja auch nicht ganz. So und so. Schon besser. So. Ah, die Brücke wieder komplett. Oh, das war ja die Brücke. Nein. Ah, schade. Warum geht das nicht mehr? Na, so geht's. Aber hier das Gleis ist. Ah. Okay, so geht's. So, jetzt will ich das Gleis neu machen. Okay, wir haben nicht, weil Brückenpfeiler ist. Jetzt geht's komisch weiß wieder. Boah, ist jetzt durcheinander. Okay, jetzt haben wir das eine Gleis hier verbunden. Da muss der Zug, der von hier hinten kommt, muss auch darüber kommen. Hey, das wäre kompliziert. Nee, das hätte ich ganz anders machen müssen. Das muss ich anders machen. Hier kann es von mir aus unten reingehen. Ach komm. Boah, ich hasse die Gleise. Ja, jetzt geht's wieder komischerweise.
Wenn ich jetzt... Jetzt gehe ich bis dorthin oder bis dorthin. Sind jetzt eine Etage höher. Geht das noch so? Ah, das geht gerade noch. Jetzt muss ich hoffen, dass das hier irgendwie funktioniert. Das muss ich anders machen. So, und jetzt eine Kurve. Wow, geht das. Ah, das geht sogar. Das wird eine Hocheisenbahn. So, jetzt muss ich hier... Eieiei. Ich muss das Gleis... Geht das? Ne, geht nicht. Aber hier wird es gehen. Ja, das geht super cool. Mit das Gleis... Hier anschließen. Gehen wir bis daher. Ah, schade, dass es nicht geht. Warum nicht? Ah, jetzt ist immer noch die Straße im Weg. Dann muss ich es anders machen. Und zwar von der anderen Seite. Genau so. Ey, das wird ein Eisenbahnchaos. Und jetzt irgendwie über die andere. Wie die andere Bahn drüber. Ah. Jawohl. Gut, jetzt haben wir eine Verbindung von... Ja, von da nach da. Okay, mehr aber auch nicht. Okay. Dann brauche ich eine Verbindung von... von dieser Schiene darüber. Das kann ich nur so machen. Puh, wie mache ich das? Genauso dieses Gleis. Halt eins runter. Dieses Gleis. Ah, äußerst kompliziert. Oder diese Schiene. Da werde ich hier einfach weich einbauen. Geht nicht, weil hier Brückenpfeiler ist. Natürlich. Ich glaube ausnahmsweise werde ich hier mal mit Weichen arbeiten müssen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich die anschließen werde. Ah, gar nicht so einfach. Hey, wie mache ich das? Hier das Gleis. Das da hier irgendwie abzweigen. Ah, das wird gehen, okay. Ich muss am besten gleich eine Etage höher fahren. Ah, da gehen jetzt ein paar Gebäude drauf. Wow, das ist ja viel zu steil. Hier besonders ist so ein Knick drin. Vielleicht noch ein bisschen länger ziehen das Ganze. Naja, mal schauen, ob das geht. Geht natürlich nicht. Wenn wir es hier irgendwie anschließen. Oder ich versuche es andersrum. Ich versuche von hier. Ah, das geht natürlich nicht, weil die Brückenpfeiler vor der Eisenbahn im Weg sind.
Na, ärgerlich. Ja, okay. Dann war das wieder rückgängig. Dann können wieder Gebäude gebaut werden. Oder jetzt habe ich besser eine Idee. Und ich fahre hier raus. Und dann. Ja, das könnte gehen. Ich überlege gerade, ja, das könnte. Nee, das muss ich anders machen. Ha, jetzt habe ich es. Geht direkt hier unten raus. Fahre ein Stückchen gerade. Hier geht es erstmal auf diese Etage rauf, halt diese. Und hier geht es auf. Hier, warum kann ich hier nicht hochbauen? Ach, weil hier die U-Bahn-Haltestelle ist, okay. Setzen wir mal schon da her. Das Spiel haben wir ja angehalten. Dürfte also nichts passieren. So. Das ist das richtige Gebäude im Abriss. Okay, einmal halt Kurve. Zweimal. So, und jetzt muss ich bloß noch nee, nicht die Schiene, sondern. Na komm her. Die Schiene hier und nochmal darüber. Ah, nee, geht auch nicht. Ja, passt schon so. Kurz haben wir hier einbezogen. Also muss ich hier noch eins höher. Ach, es geht nicht, weil hier das Krematorium ist. Na klar, bauen wir es da hin. So sind es alle glücklich und sauer zugleich. Jetzt bin ich auch ständig. So, und jetzt muss ich bloß noch irgendwie da eine Kurve reinkriegen. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr schön. Und jetzt hier der Anschließer. Will nicht ganz. Gut, dann müssen wir es anders machen. Und zwar. Ah, ich will hier rüber. Hey, so viele Schienen. Wie viel Platz brauchten so Brückenpfähle? Nee. Jawohl. Okay, es geht bis daher. Dann eine Etage runter. Okay, will nicht ganz. Oh, das ist ja wieder so Freefall für Eisenbahnen. Versuchen wir es nochmal. Hä, was ist das jetzt wieder? Komisch, weiß nicht. Das passt schon so. Hui, ich sehe schon über 19 Minuten schon wieder. Ah, hier, die Stromleitung hat wieder keinen Kontakt. War ich daher fertig. Hier, die ganzen Gebäude sind alle kaputt. So, es fehlt eigentlich nur noch eine Verbindung. Jetzt haben wir diese, diese. Es fehlt noch nur eine Verbindung von dort darüber. Und zwar mache ich das ganz anders. Jetzt gehe ich in den Untergrund. Hilft nichts. So, also wieder an die Oberfläche.
Und zwar kommt das Gleis dann. Kommt das Gleis raus? Ach. Nee, ich will das da. Okay, es will nicht ganz. Wahrscheinlich, weil hier wieder Brückenpfeile im Weg sind. Ja, ich hab's doch gewusst. Ich hab's gewusst. Okay, ein bisschen weiter rechts werden keine Brückenpfeile. Dann machen wir es einfach so. Das heißt, die Schiene mal ein bisschen weiter rechts, oder geht das nicht? Okay, das geht schon mal, sehr gut. Ich muss eh ganz noch umbauen. Ich bin mit den Eingleisen auf der falschen Seite. Aber das kann ich ja hier wieder wechseln, das passt schon. Ne, jetzt muss ich wieder umbauen. Hilft nichts. Tut mir leid. Ich muss. Mit diesen Gleisen fahre ich hier runter, den noch schmal, ich fahre bis hierher und dann hier nach unten, ne? Genau, und mit diesem Gleis fahre ich hier rein, genau, jetzt habe ich hier das Gleis für den Güterverkehr. Und hier das Gleis für den Personenverkehr. Okay, das will nicht ganz. Muss ich ändern. Dann dieses Gleis geht hier unten durch. War nicht an die Straße. Ja, ich verstehe es nicht. Was haben Gleise und Straßen gemeinsam? Kann ich hier durchbauen? Geht auch nicht. Okay, ich muss glaube ich hier den Kurvenradius ein bisschen größer machen. Dann könnte es gehen. Das ist quasi so. Ne, geht auch nicht. Weil hier wieder Brückenpfeiler ist. Eieiei. Muss ich hier erstmal möglichst flach werden. Jetzt bis hierher. Ach komm. Ich reiß gleich die Straße ab. Ist doch nichts mehr normal, oder? Ja komm, bau nicht so einen Scheiß. Und das Gleis, das muss ich irgendwie hier anschließen. Oder hier. Geht auch nicht. Mann, das wird ja durcheinander. Immer Ärger mit den Gleisen. Oder ich fahre wirklich auf diese Seite rüber. Wenn es irgendwie möglich ist. Wahrscheinlich kommt hier wieder Brückenpfeiler. So, probieren wir es hier nochmal. Aber es ist ja schon extreme Kurve. Aber das muss funktionieren. Okay, das kann nicht funktionieren, wenn hier wieder Brückenpfeiler sind. Mann! Ey, das gibt's doch echt nicht. Ich glaube, das Spiel macht das extra.
Das ist jetzt genau da, wo ich bauen will, immer Brückenpfeiler hin. Ja, ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Cut. Oder, nee, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wie ich das alles dann gelöst habe, die Probleme, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also, macht's gut, bis dann, ciao.